Hey, Hüter. Ich wollte mich bedanken, dass du uns aus dem Gefängnis befreit hast. Ich habe gehört, dass du extra für uns vom Neptun gekommen bist. Da kommen mir glatt die Tränen. Willst du wissen, was mich wirklich berührt hat? Auf der Farm fragten Leute, mit denen ich eingesperrt war, wann sie wieder rauskommen, um nach Überlebenden suchen zu können. Ich meine, von Hütern und Piloten erwarte ich sowas, aber das waren Zivilisten. Leute, die in die Schusslinie der Schattenlegion geraten sind. Trotzdem wollten sie helfen. Mitrax sollte sie zur Vernunft bringen, aber er hob nur drei seiner Arme und meinte, der Zeuge hat Helden geschaffen, keine Opfer. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Wie auch immer, die Schattenlegion wurde im Kosmodrom gesichtet. Die suchen bestimmt nach neuen Gefangenen. Komm, lass uns Helden sein. Das ist der erste Einsatz der Kabale im Kosmodrom, seit Keitel die Verfolgung der Schar aufgenommen hat. Ich frage mich, warum? Die Schattenlegion besteht nicht aus den Kabalen, die wir kennen. Wir dürfen nicht auf ihre Strategien oder Taktiken schließen. Sie kämpfen nicht für Ruhm und Ehre. Sie kämpfen nur für den Zeugen. Ich fand das Kosmodrom schon trostlos genug, aber im Vergleich hierzu wirkt es geradezu fröhlich. Das will viel heißen für jemanden, der in der ETZ abhängt. Oh, ich weiß nicht. Trostland hat diesen gewissen Charme der alten Welt. Du musst echt mal mehr raus, Devrim. Wie wär's mit einer kleinen Spritztour, wenn das alles vorbei ist? Ein bisschen Sightseeing. Gute Idee. Ich bringe Mark mit für ein Doppeldate. Die Besessenen fühlen sich prächtig an diesem Ort, aber sie sind immer noch an ihre Fäule gebunden. Vernichte die mächtigsten von ihnen, um diesen Ort zu reinigen.
merkwürdig, dass die Pyramide in der Realität und in der Aszendentenebene völlig identisch erscheint. Alles andere wirkt etwas verstreut. Beide sind ein Ausdruck der Dunkelheit. Perfekt am Willen des Zeugen ausgerichtet. Ich weiß, dass viele das anders sehen. Aber ich traue weiterhin niemandem, der die Dunkelheit verwendet. Selbst für gute Zwecke. Nichts für ungut, Königin Mara. Der Feind hat einen Übergriff vorausgesehen. Dein Überleben muss jetzt deine Priorität sein. Sie sind uns überlegen. Halte die Augen offen. Der Hüter ist schon wieder draußen. Habt ihr etwas damit zu tun, Königin Mara? Keineswegs. Es war der Wille der Verteidiger. Das ist nicht gut. Muss ein Psion gewesen sein. Diese kleinen Kerle haben was drauf. Dieser Rückschlag ist verheißungsvoll. Je stärker die Verteidigung hier ist, desto schwächer ist der Angriff auf Neptun. Geh zu den Signalfeuern. Sie sind unser Schlüssel in diesem Kampf. Nimm die Anführer der Besessenen ins Visier und bring ihre Essenzen zu den Signalfeuern zurück.
Sowas wie der Zeuge ist mir noch nie untergekommen. Könnte ein schlechtes Zeichen sein. Er sammelt seine Kräfte. Es wird also noch merkwürdiger werden. Ein unbeschreiblicher Konflikt, der seit Äonen schwelt. Konnte der nicht noch ein paar Milliarden Jahre warten? Hallo, Hüter. Obwohl Königinnengarde jetzt wohl besser passen würde. Als Mara ihr Ritual durchführte, schlug sie uns alle zu Rittern, ob mit oder ohne Licht. Ihr Lichtträger seid natürlich die einzigen, die ihre Macht nutzen können. Aber wir anderen, wie Frau Holiday und Herr Mitrax, werden gerne mit einbezogen. Sir Devrim Kay, Königinnengarde. Das gefällt mir. Ich glaube, der Zeuge tat, was auch immer es war, mit dem Reisenden, um unsere Hoffnung zu ersticken. Vergeblich, Menschen und Elixni, Offiziere und Zivilisten, wir alle verbündeten uns und sind stärker denn je. Das verstehen unsere Feinde nicht. Wenn die Dinge am Tiefpunkt sind, erreichen wir unseren Höhepunkt. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich habe vor unserem ersten Treffen von dir gehört. Oh, hoffentlich nur Gutes. Viel Gutes. Aber auch, dass du gefürchtet warst. Wenn mein Ruf hilft, die Leute in der ITZ zu schützen, bereue ich nichts. Aber ich hoffe, dass wir nun Seite an Seite arbeiten können. Wir haben nur ein Leben. Und es gehört uns nicht allein. Meines gehört meiner Tochter, meinem Haus. Deines gehört deinem Partner und deinen Leuten. Wir haben viel gemeinsam.
Außerhalb der Stadt können wir uns nicht immer auf die Hüter verlassen. Und der Reisende ist unergründlich. Einst glaubte ich, dass die große Maschine das Licht nach Ries und zu den Hütern gebracht hat, weil sie würdig waren. Später hinterfragte ich diese Vorstellung. Mein Glaube wurde brüchig. Ich spürte großen Verlust. Aber nun habe ich eine neue Bestimmung. Unsere Taten und unser Wille haben Wert. Er besteht darin, wie wir unser einziges Leben nutzen. Das muss unser Licht sein. Unsere Leute beschützen sich gegenseitig und tun, was nötig ist, um sicher zu leben. Nun können wir dies füreinander tun. Menschen und Elixni. Ja. Ich weiß nicht, was die große Maschine plant, aber das Licht gibt uns Kraft. In der Tat.